Hallo allerseits, wir die Firma Heco haben dieses Jahr die große Ehre, als Pate von Imda Sabresic hier beim Pfingstjugendturnier mitzuwirken. Trainer, und das freut mich ganz besonders, ist Stretchko Bogdan, frühere KSC-Größe, und auch da bin ich ein bisschen stolz drauf, ein persönlicher Freund von mir. Und Stretchko, ich hätte einfach zum Turnier jetzt ein paar Fragen an dich, und eine wäre: Du hast natürlich früher beim KSC Fußball gespielt, und ich wollte wissen, hast du denn noch Kontakt zum Verein, zum Spieler? Ja, ich war dieses Jahr bei Alte Herren Turnier, und ich habe meine zwei Söhne in der Ausland besucht, und nach 9 Jahren war ich wieder dabei bei KSC. Hat mich sehr gefreut, alte Freunde zu treffen, ein bisschen sprechen, ein bisschen Erinnerungen auf meine Zeit bei KSC, und das war für mich vielleicht die schönste Zeit in meiner Karriere. Ah, okay. Und gibt es denn noch aus dieser Zeit heraus ein spezielles Erlebnis, das allergrößte Erlebnis, das du gemeinsam mit den Spielern beim KSC hattest? Ich bin bei KSC ein Jahresvertrag unterschrieben. Und bei Vorstellung nach dieses Jahr ich musste einen neuen Vertrag unterschreiben. Und ich habe gesagt, ich habe 3 Jahresvertrag unterschrieben. Ein Jahr zweite Liga und 2 Jahre erste Liga. Und das hat geklappt. Und das war für mich einer der schönsten Erlebnisse. Das habe ich erlebt in Deutschland. Wir sind aufgestiegen in die erste Liga. In Kroatien habe ich Pokal gewonnen, war Spielfinale. Das war auch eine schöne Zeit. Aber das war, wie sind die Leute gefeiert, die Stimmung gewesen im Stadion. Das war super. Okay. Der KSC ist jetzt ja leider dieses Jahr in der Relegation in die dritte Liga abgestiegen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie siehst du die aktuelle Situation und die Zukunft des KSCs? Jeder Abstieg von erster Liga in zweite Liga, von zweiter Liga in dritte Liga ist immer schlimm für einen Verein. Ich habe dieses Spiel verfolgt im Fernsehen, KSC Regensburg, und ich war sehr traurig. Viele Leute in Kause waren traurig, viele Fans waren traurig, aber ich bin sicher, dass KSC nächstes Jahr baut eine gute Mannschaft und steigt wieder in die zweite Liga. Und in Zukunft, ich glaube, dass die zweite Liga ist kein Platz für KSC. KSC muss in erster Liga spielen. Das wünscht sich natürlich die ganze Region, ne? Dass wir da wieder hinkommen. Ja, KSC ist für die ganze Region Schild. Aushängeschild. Ja. Und ich freue mich immer, wenn KSC spielt gut und gewinnt Spiele und wenn spielt in erster Liga. Das muss Ziel sein. Ja. Nach dieser aktiven Zeit als Spieler hast du ja verschiedene Trainer im Ämter übernommen. Wie kam denn jetzt das Engagement mit der U19, mit der A-Jugend von Imda Sabresic? Ich habe schöne Zeit bei KSC erlebt. Und ich war meine aktive Zeit Trainer bei KSC gewesen, und dann hat mein Freund von Sabresic, Branko Ljaljak, Anandol von Čeči Kobutovic, Max, sportliche Manager. Und ich habe das übernommen. Und nächstes Jahr war ich auch erster Trainer, und habe ich mit meinen Jungs von Imda Sabresic waren wir Vizemeister, haben wir Europapokal gespielt, und das war ein schönes Erlebnis für Imda Sabresic. Nach 5 Jahren hat Branko wieder angerufen und gesagt: Čeči, komm, Max, und helfen ein bisschen. Unsere Jugendabteilung ist aufzubauen und viele Sachen ändern. Und ich habe das an den Rufreund an, ich bin immer dabei. Und ich habe das übernommen und habe mit Mannschaft gute Zeit erlebt. In Vorrunde waren wir Fünfte, in Rückrunde haben wir ein bisschen schlecht gespielt, ein paar Spiele haben wir verloren, und wir sind jetzt 8. Platz, und das ist auch gute Platz für Imda Sabresic. Okay. Welches Spielsystem bevorzugst du denn mit deiner Art? Offensiv. Und von der taktischen Ausrichtung 4-4-2? Ich sage immer, ich will Spiel auf gegnerischen Teil. Die Hälfte spielen. Und ich spiele 4-3-3. Offensiv mit 3 Spitze. Und ich hoffe, das bringt viele Tore, und Erfolg muss da sein. Okay. Klasse.
Ja gut, die Platzierung jetzt mit der A-Jugend, das hast du soweit alles erwähnt. Was erwartest du dir vom Turnier als Ganzes und dann natürlich auch am Ende von deiner Mannschaft? Wo wird die sich dann einreihen? Was du ich muss noch etwas dazu sagen. Ja. Ich habe mit KSC vor 20 Jahren hier gespielt und ich habe gesagt, das ist einer der besten Turniere, Jugendturnier, Pfingstturnier für A-Jugend. Und jetzt wieder mit Ginter Zapacic da zu sein, das ist für mich eine große Freude. Und ich hoffe, dass meine Mannschaft spielt gut. Und ich sage, Jungs, wir sind jetzt 900 Kilometer gereist nach Pforzheim. Und wir reisen so lange, die ganze Nacht. Und wir müssen etwas tun. Wir müssen dieses Turnier gewinnen. Ein bisschen Spaß muss sein. Wir sind dabei, wir sind stolz da. Da sind wir ein Teil von diesem Turnier. Und ich bin froh, dann komme ich wieder nach Deutschland. Karlsruhe, Pforzheim, das ist hier zwei Städte nebeneinander. Und ich bin immer glücklich. Deine zweite Heimat. Meine zweite Heimat, ja. Sowieso mit der anderen Herrenmeisterschaft. Mannschaft spielt jedes Jahr, ist dabei. Zwei, drei Jahre war ich näher, aber ich bin immer froh, wenn ich komme wieder zu. Schön. Also vielen Dank für das Interview und für dich und deine Mannschaft viel Erfolg, am besten und am liebsten den Turniersieg. Danke. Danke.